Chevrolet Corvette Z06. Handgeschaltet. Schwanken zwischen Vorfreude und Angst. Ah, ich trau mich gar nicht. Ich trau mich immer noch nicht. Laut und vulgär. Rennsport-DNA. Eine Grenzerfahrung. Also, ja, man muss erstmal, ich habe jetzt ein emotionales Problem, alles auf die Reihe zu bringen. Oh, herrlich, der Motor, der geht oben raus. Der hat Kraft. Der Klang. Dann guckst du auf dein Head-Up-Display und siehst, wie die... Die Drehzahlsprünge sind schön. Die Bremse lässt sich sehr, sehr schön dosieren. Das Herz des Rennfahrers blüht auf. Technik aus dem Rennsport in die Serie gebracht. Ein elektronisches Sperrdifferential mit hydraulischer Kupplung verteilt die Kräfte an die Hinterräder. Bist du verrückt, Herr Mann? Voll reinlatschen. Also, das macht Sinn nachher, wirklich in dem Modi hier zu fahren, weil ich brauche die Traktionskontrolle. Ich brauche die. Weil du hast so viel Kraft, so viel Gewalt, so viel Bums. Und diese TC ist auf der Stoppuhr gut. Das heißt, sie bringt mir was. Oftmals ist die Traktionskontrolle ja so ausgelegt, dass sie auf Sicherheit und dann behindert sie dich eigentlich mehr. Aber hier ist es so, sie hat echt eine Auslegung, dass sie mir hilft, Fahrstabilität, aber auch die perfekte Traktion auf die Straße zu bringen. Ich freue mich jetzt nicht nur über diese Rundenzeit, die sehr gut war, sondern ich freue mich darüber zu sagen, sie war trotz der vielen Arbeit, die aber viel Spaß macht, also mit dem Schaltgetriebe, war sie so gut. Großes Kino, muss ich sagen. War für mich so die Überraschung des Tages, wie gut dieses Auto in Summe funktioniert. Klaglos funktioniert. Ja? Gibt es kein Fading, da gibt es keinen Reifen, der groß abbaut, da macht nichts schlapp. Da müssen wir auch nicht hier zwei Abkühlrunden fahren, damit uns die Hütte nicht abbrennt. Nix, gar nix. Der Rennsport steckt tief in der DNA. Offenbart sich dem Fahrer schon nach wenigen Metern. Keine Diva, aber eine Schönheit, die mit kundiger Hand geführt werden will.
Schnitt! Schnitt! Schnitt, Schnitt! Nein!